Hallo und herzlich willkommen zur Infoserie Ernährung Basiswissen. Ich bin Christina Dickmann vom VfB Fallersleben und heute sprechen wir über die Fette. Zuerst zur Funktion von Fetten, dann die Einteilung, dann sage ich euch etwas über die Transfettsäuren, über die Verfahren der Ölgewinnung, Fette und Öle in der Küche und zum Schluss gibt's wie immer eine Rezeptidee. Fette dienen vor allem der Energiebereitstellung. Sie können vom Körper im Unterhautfettgewebe praktisch unbegrenzt gespeichert werden und sind somit der größte Energiespeicher im Körper. Ein Kilogramm Fettgewebe liefert ca. 7000 Kilokalorien. Das sind zum Beispiel 23 Hamburger oder 134 Äpfel. Fette haben aber auch weitere Aufgaben im Körper. Sie transportieren fettlösliche Vitamine aus der Nahrung, dienen als Isolation gegen Körperwärmeverlust und schützen die inneren Organe vor mechanischen Schädigungen. Es gibt gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Alle Fette bestehen grundsätzlich aus denselben vier Bestandteilen. Ein Glycerol und drei Fettsäuren. Das Glycerol bleibt immer gleich, unterscheiden tun sich nur die Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren haben eine gerade Struktur. Gesättigte Fettsäuren finden sich vor allem in Milch, Molkereiprodukten, Gebäck, Süßwaren und Fleisch. Gerade bei gesättigten Fettsäuren gehen die Meinungen bezüglich ihrer Gesundheit sehr weit auseinander. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung behauptet, da der Anteil von gesättigten Fettsäuren in der täglichen Kost sehr hoch ist, dass genau diese Fettsäuren einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Unbestritten ist, dass gewisse gesättigte Fettsäuren den LDL-Cholesterolspiegel, also das sogenannte schlechte Cholesterol, erhöhen. Sie erhöhen aber auch das HDL-Cholesterol, also das gute Cholesterol. Dagegen gab es zum Beispiel eine Studie von Purschitz et al. Von 2015, die den Zusammenhang von der Zufuhr von gesättigten Fettsäuren mit dem Risiko für Herzinfarkt, Gefäßerkrankungen und Gesamtsterblichkeit untersuchten. Das Ergebnis war, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Zufuhr gesättigter Fettsäuren und folgender Herzinfarkte sowie Gesamtsterblichkeit gibt. So, das nur mal als kleinen Exkurs. Gehen wir weiter zu den ungesättigten Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren haben eine verzweigte Form der Fettsäure. Die einfach ungesättigten Fettsäuren haben eine Verzweigung. Der Körper kann sie selber herstellen. Sie sind somit nicht essentiell für den Körper. Diese Fettsäuren sind reichlich in Olivenöl, Rapsöl, Mandeln und Haselnüssen vorhanden. Ihnen werden gesundheitspositive Effekte zugeschrieben, wie seine Senkung oder eine Senkung von gefäßungünstigen LDL-Cholesterol und einer Vorbeugung von Arterienverkalkung. Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren handelt es sich um die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren. Sie haben zwei Verzweigungen. Der Körper kann sie nicht bzw. nur sehr ineffizient selber herstellen. Damit sind sie essentiell für den Körper. Also das heißt, sie müssen von außen mit der Nahrung zugeführt werden. Omega-3-Fettsäuren lassen sich zum Beispiel in Leinöl, fettem Fisch wie Lachs oder Hering und Nüssen finden. Omega-6-Fettsäuren sind eher in Sonnenblumenöl, Schweineschmalz, Leberwurst und so weiter enthalten. Die Omega-3-Fettsäuren haben einen stark positiven Effekt auf die Gesundheit. Sie sind entzündungshemmend, blutdrucksenkend, senken die Blutfettwerte, stabilisieren den Herzrhythmus, stärken das Immunsystem und vieles mehr. Empfehlenswert ist ein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 von 1 zu 5. Optimal wäre 1 zu 1, aber 1 zu 5 ist auch schon erstrebenswert.
Bitte erhitzt mehrfach ungesättigte Fettsäuren nicht, also beispielsweise nicht mit Leinöl braten oder backen. Dabei entstehen krebserregende Stoffe und die bedenklichen Transfettsäuren. Benutzt zum Braten lieber Kokosöl oder Olivenöl. Kommen wir nun zu den Transfettsäuren. Transfettsäuren sind von der Industrie hergestellte bzw. stark erhitzte oder gehärtete Fette. Diese sind sehr gesundheitsbedenklich, da damit die Blutfettwerte in die Höhe schießen, eine Insulinresistenz und damit ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2 begünstigt werden. Enthalten sind Transfettsäuren in vielen Margarinesorten, Nuss-Nougat-Creme, in vielen Gebäcksorten, Chips, frittierte Pommes, Eiscreme, Donuts und viele Fertiggerichte wie zum Beispiel Tiefkühlpizza. Kommen wir nun zu den Verfahren der Ölgewinnung. Ihr kennt es bestimmt auch. Ihr steht vor dem Regal der Öle und auf einer Flasche steht raffiniertes Öl, auf der nächsten steht nativ und auf einer weiteren Flasche steht nativ kalt gepresst. Was bedeuten diese Bezeichnungen denn? Ich erkläre es euch jetzt kurz und knapp. Nativ bedeutet, dass das Öl ohne Wärmezufuhr oder durch andere schonende mechanische Verfahren gewonnen wurde. Dieses Öl darf gewaschen und filtriert werden. Nicht raffiniert bedeutet, dass das Öl durch schonende mechanische Verfahren gewonnen wurde. Dieses Öl darf auch gewaschen, mit Wasserdampf behandelt, getrocknet und filtriert werden. Kaltgepresst bedeutet, dass es sich um ein nativ oder nicht raffiniertes Öl handelt, das mit besonderer Sorgfalt bei der Auswahl von Rohstoffen durch Pressen ohne Wärmezufuhr schonend gewonnen wird. Dieses Öl darf nicht weiter behandelt werden. Daher sollte man hier auf die Qualität der Rohstoffe Acht geben, wie zum Beispiel Bioanbau. Raffiniert bedeutet, dass das Öl entschleimt, entsäuert, neutralisiert und gedämpft wurde. Hier werden viele Geruchs- und Geschmacksstoffe, Farbstoffe, schwefelhaltige Verbindungen und so weiter entfernt. Dabei werden aber teilweise auch wertvolle Antioxidantien und Vitamine entfernt. Die Fette und Öle in der Küche. Da jetzt klar ist, welches Verfahren was bedeutet, stellt sich nun die Frage, welches Öl man in der Küche verwendet. Hier habe ich euch eine Tabelle mit verschiedenen Ölen und Fetten aufgelistet. Diese Tabelle findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Die mit Plus gekennzeichneten Fette und Öle sind erstrebenswert fürs Backen, Braten oder Frittieren und so weiter. Und die mit Minus gekennzeichneten Fette und Öle sind eher weniger bzw. gar nicht dafür geeignet. Da könnt ihr euch dann einfach mal durchgucken. Und zum Schluss, wie immer, eine Rezeptidee. Eine Schokocreme aus Avocados. Diese Schokocreme ist schnell gemacht und reich an guten Fetten, dadurch, dass da Avocados drin sind. Das Rezept findet ihr auch, wie immer, unten in der Infobox.